Freunde, heute ist mir was Blödes passiert. Ich wollte wieder zur Arbeit fahren, fahre in den Kreisel rein. Kurz vor der Arbeit ist meine Arbeit ist noch ein Kreisel und dieser Kreisel hat mich schon oft etwas erschrocken, beziehungsweise die Autofahrer, weil das der Winkel, wie die beiden Straßen aufeinander zukommen zum Kreisel, der Winkel ist irgendwie ganz komisch. Und viele schauen dann erstmal, schauen auch zu weit und nicht in den Kreisel. Das ist mir jetzt sehr oft schon aufgefallen. Und fahren dann rein und gucken zu weit, sehen aber nicht in den Kreisel richtig herein. Das ist schwer zu erklären. Auf jeden Fall ist, wie gesagt, der Winkel auch ganz komisch. Und da hätte es mich mit meiner Honda DAX damals schon fast gekillt, als ein Nissan Van mich fast umgefahren hat. Und heute ist es fast schon wieder passiert. Ich fahre in den Kreisel rein, sehe noch, der Autofahrer hat auch noch in diese Richtung zu mir geschaut und hat mich trotzdem nicht gesehen. Ja. Problematik im Kreisel ist nämlich, viele schauen im Kreisel erstmal nach was Großem. Ja. Nach großen Konturen oder kommt da ein Auto oder sonst was, aber Mopedfahrer oder Rollerfahrer oder Mokikfahrer, die werden dann oft gerne übersehen. Und so ist es auch heute wieder passiert und ja, ich habe da auch etwas zu energisch dann auf die Bremse getreten. Das war wirklich, es war schon ziemlich knapp. Aber ich hätte vielleicht doch nicht so fest auf die Bremse treten müssen, weil ich war ja auch schon ein bisschen in Schräglage und habe dann noch voll die Hinterradbremse gedrückt und bin dabei hinten weggerutscht. Ja. Das ist, sag mal, eine Verkettung von vielen Faktoren. Das ist einmal auch die Routine. Ja. Man fährt in den Kreisel rein, man fährt, ich sag mal, etwas schneller in den Kreisel rein. Und verlässt sich dann auf den Blick vom Gegner oder vom, was heißt Gegner, vom Autofahrer. Ich dachte dann, er sieht mich, er schaut in meine Richtung, er hat mich aber nicht gesehen. Tatsächlich. Und da kann ich mich auch dann nicht mehr drauf verlassen. Das war jetzt mal wieder heute so eine Lehre. Ja. Und dann ist er reingefahren und ich musste voll auf die Bremse treten. Was heißt, ich musste... Hätte ich es nicht so fest gemacht, dann wäre mein Moped auch noch ein bisschen gerutscht. Aber ich hätte es noch fangen können. Aber ich habe doch einen Tick zu fest auf die Hinterradbremse gedrückt. Und ich konnte es nicht mehr einlenken, ich konnte es nicht mehr korrigieren. Und bin dann schön über den Boden geschlittert. Und währenddessen habe ich auch noch verzweifelt versucht, mein Moped mit dem Lenker hochzuhalten. Und bin auf den Knien dann halt über den halben Kreisel drüber gerutscht. Ja, genau. Jetzt war ich noch auch beim Arzt gewesen und alles checken lassen, soweit ist gut. Ja, das Einzige, was mir jetzt auf den Sack geht, ist die Schwellung hier am Knie. Das ist so ein Druck, der gegen die Kniescheibe drückt. Das fühlt sich auch etwas ekelhaft an. Ansonsten ist jetzt nichts Großes passiert, aber es ist halt mal wieder... Das war mir jetzt wieder eine Lehre, wo ich sage, okay, beim nächsten Mal mache ich langsamer. Ich gucke genauer. Und ja, genau, die Bremse besser dosieren, ja, die Bremsung an für sich. Das ist jetzt ein bisschen dumm gelaufen heute, es ist aber zum Glück nichts weiteres passiert. Und jetzt machen wir mal eine Bestandsaufnahme an der Simson und dann schauen wir uns alles mal an, was da defekt ist. So, da ist das gute Stück. Also, der Blinker ist abgebrochen. Also da ist es wohl geschliffen kurz auf dem Teer und dann ist es abgebrochen. Das habe ich auf der Arbeit schnell notdürftig mit Kreppband fixiert. Das Teil habe ich auch gleich schon bestellt. Da gab es zum Glück auf eBay habe ich da einen Fang gemacht. Da habe ich ein paar Blinker für vorne oder hinten. Also das ist egal, die sind ja relativ, die sind alle gleich. Genau, das heißt, ich werde hier dieses Paar dann tauschen, weil das sonst auch komisch aussieht.
wenn ich ein Originalteil, das neu ist, hier montiere, dann ist das hier schön schwarz und dann auf der anderen Seite grau. Also ich tausche dann gleich beide. Wo haben wir es noch? Ja, der Spiegel, der hat auch etwas gelitten, weil der Lenker so stand und ich auf den Boden geschliffen habe mit dem Lenker. Da ist der Spiegel, hat etwas abbekommen. Es ist jetzt nicht tragisch, aber ja, sieht halt nicht mehr so schön aus. Man sieht halt, da ist was passiert. Genau. Ich bin erstmal heilfroh, dass mit den Plastikteilen hier nichts passiert ist, weil das gäbe sonst eine größere Aktion. Hier mein Schutzblech etwas abgeschliffen, aber nichts gebrochen. Das ist schon mal gut. Hier ist nichts gebrochen weiter, es ist nur hier an der Kante hat es abgeschliffen. Das können wir beilackieren. Ja, spachteln, ja, ich glaube eher nicht. Vielleicht mit Polyesterharz was versuchen, aber ich werde das hier beilackieren und dann sieht das sowieso nicht mehr so schlimm aus. Ja, das Ärgerliche, mein Beinschild, das ist hier schön verkratzt. Hier ist das Keder ab, mein Keder abgegangen und auch etwas verbogen. Das werde ich nachher mit der Zange hier ein bisschen wieder zurückbiegen. Ansonsten ist hier nichts weiter passiert. Hier, das werde ich leicht abschleifen, behandeln, grundieren und dann hier auch beilackieren. Ja, hier das Stück auch, da hat es auch geschliffen. Das ist das ganze Keder abgegangen. Das hier muss ich runterbiegen. Und hier am Trittblech, ja, da hat es halt auch dann alles abgeschrubbt. Aber an für sich, ja, also es ist nichts Großartiges. Wie gesagt, ich bin auf den Knien gerutscht und habe, solange es geht oder so gut es geht, versucht, die Maschine am Lenker noch hochzudrücken. Genau, so sieht das Ganze aus. Und das werden wir dann wieder instand setzen. Trittblech ist jetzt überhaupt nicht so schlimm, weil hier habe ich eh lackiert gehabt und was habe ich das behandelt? Genau, mit Rostschutzlack und auch noch mit Wachs dann alles hier eingewachst gehabt. Das ist jetzt nicht so schlimm. Das sieht man auch nachher nicht mehr so. Das hier ist schon eher so eine Stelle, da werde ich ein bisschen mehr Zeit aufwenden müssen. Genau. Ja. Soweit ist das alles noch glimpflich verlaufen. Da bin ich auch sehr froh drum, dass da nichts weiter zerbrochen ist oder sonst was. Wenn ihr auch irgendwann so einen Unfall haben solltet, ich wünsche es wirklich niemanden. Und dann sollte man auch den Winkel vom Lenker mal prüfen, ja, von oben auf den Lenker schauen und runter gucken, ist der Lenker vielleicht verdreht, wie sehen die Schweißnähte vorne aus, auch wenn dieser Faller dann nicht so arg heftig war, trotzdem kann da immer mal was passieren. Schweißnähte, das hatte ich vorhin schon alles geprüft. Das zum Beispiel prüfen. Und dann auch, ich drehe jetzt mal so rum. Und dann auch halt mal gucken, den Winkel. Ist vielleicht an der Gabel was verzogen? Ja. Stehen die Holme parallel zueinander und geht es noch gerade hier runter? Nicht, dass dort an der Gabel auch noch was verzogen ist, aber soweit sieht alles sehr gut aus noch. Da habe ich auch ein bisschen Glück gehabt, dass ich so gefallen bin, dass ich mit den beiden Knien quasi über den Boden gerutscht bin. Das einzig Ärgerliche sind meine Skihosen, die sind jetzt natürlich zerrissen. So, da habe ich jetzt meine Skihosen. Das hängen wir mal gleich über den Tisch. Wo ist es? Ja, das ist jetzt halt verdreckt. Das ist jetzt nicht so schlimm. Das Ärgerliche ist hier am Knie. Das ist jetzt natürlich alles aufgerissen und zerrissen. Das ist schon sehr ärgerlich. Und das bekomme ich auch nicht bezahlt. Warum? Ganz einfach, weil der Fahrer abgehauen ist. So sieht's aus.
Dieser Autofahrer ist abgehauen. Er müsste es eigentlich gesehen haben. Ja? Er müsste auch gesehen haben, wie ich auf die Schnauze gefallen bin. Und er ist die erste Ausfahrt gleich wieder rausgefahren und ist weggefahren. Ja? Dann hat mir noch ein Bauarbeiter glücklicherweise noch aufgeholfen, weil das hat schon richtig wehgetan an den Knien. Und hat mein Moped da noch genommen, zur Seite gefahren und hat mir dann noch mich versucht ein bisschen aufzumuntern. Hat er gesagt, mach dir nichts draus, mit einer Simson versägst du eh alle. Ja. Und ja, es ist ein bisschen ärgerlich. Und ich mache jetzt noch ein zweites Video und da gehen wir an die Instandsetzung von diesen Kratzern, Beulen und so weiter und so fort. Und dann sage ich weiterhin eine angenehme und unfallfreie Fahrt und bis zum nächsten Video.